Hallihallo, wir legen sofort los. Mal wieder Community Casual Action. Diesmal mit einem Mitglied unseres wundervollen, von euch selbst gegründet und organisierten Community Clans. WAP heißt das Ding. We are Pink. Ist der Community Clan hier rund um mich, rund um meine kleine geschmeidige oder eure Community und WAP Leusmann aus der Bronzeleder, glaube ich, gegen Reunefs. PVZ. Auf Ohana, hier unten Leusmann. Den haben wir schon ein paar Mal bei uns auf dem Channel gesehen. Gegen Reunefs. Das Ganze wieder hier auf Ohana. Der baut hier das Pilötchen. Geht hier schon mal munter los. Das Gesammle und Gemache und Juckle. Und wir lernen uns einfach mal entspannt hier überraschen lassen, was hier so los ist. Ich habe jetzt ja hier. Wie lange geht das überhaupt? Oh, das geht so ähnlich lange wie das Spiel zuvor. Von Kalle gegen Kaisak. Super Imba auf Entombed. PVT, guckt es euch an. Und ich werde jetzt hier gleich mal, bis die Platte qualmt. Jetzt hier habe ich das zweite Replay, was ich jetzt hier heute aufnehme. Und ich werde jetzt noch so zwei, drei aufnehmen. Dann kann ich den ganzen Tag über, wenn die Kiste halt hier läuft, so ein bisschen rendern nebenbei und dann schnucki-pucki noch ein bisschen was hochladen. So, hier wird rausgefahren. Will er mal scouten? Will er mal exen? Was macht da hier der Leusmann? Auf jeden Fall Protoss kommt und Stress. Nee, Leusmann! Hilfe! Denkt sich Protoss, schnell wegfahren. So, naja, wir sehen halt hier der Protoss. Ah, jetzt habe ich gemerkt, dass ich hier angegriffen werde. Jetzt mache ich mal ein paar Wegpunkte. So, hier vorne, Hedge First von Leusmann in der Bronzeliga ist super. Hervorragend. Mit hier, Hotkey, alles. Auf der anderen Seite, Gas, Gateway. Hier wird dann hier Chor. Also Standard, Oldschool Wall-In mit Schlitz-Bersi. Will er das jetzt hier blocken? Nein. Oder doch? Wenn er jetzt hier Patrouille fährt, was macht er? Oh! Er baut hier vorne den Pylon. Den will er doch noch expandieren jetzt hier, der Protoss. Was ist das denn? Pool kommt. APM-Check hier am Anfang immer ganz wichtig. Oh, 40 bei Reunef. Der geht ja völlig ab. Was ist da los mit ihm? Oh, hier, Probe gekillt. Imba. First Blood. Ah, Protoss will Nexus bauen. Ja, Protoss hier. One Gate Expand. Schön. Gefällt mir. Also, das ist wirklich gut. Ich dachte eigentlich erst, der baut sich hier zu mit hier Core. Und hier aber auch nur einer drin. Also, das gefällt mir jetzt nicht so toll. Aber hier One Gate Exe, das ist schon cool. Da muss man erstmal hier gegen Zerg vor allem. Da jammern sie doch immer alle rum. Die Terras und Protosse. Von ihm hier, Zerg OP, Zerg Rasch hier, Bummlinge, Rotches, Arschfick und alles Mögliche. Aber er hat hier die Eier und spielt hier einen One-Gate-Expand. Gefällt mir sehr gut. Oh, läuft mal mit der dritten hier. Was ist das denn? Ist das vielleicht gar kein Bronze? Das würde mich jetzt wundern. Wenn, warte mal, ich guck mal hier kurz, ob das noch ersichtlich ist. Ach, ist Goldliga, alles klar, das erklärt einiges. Es ist gar nicht Bronze, es ist Gold. Goldliga-Replay hier, das erklärt ja einiges. Warum das Ganze hier schon so ein bisschen solider aussieht. Goldliga-Leusmann gegen Reunef hier, das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen. Ah, hier komm, lass ihn uns hier in den Kessel, in den Trichter locken und hier steht alles dann hinter. Vielleicht der Trick von. Kollege Reunef, der jetzt hier vorne das Gas strukturiert hat. Der Chor steht, Wokitek. Ja, sehr komischer Schlitz. Ja, der Schlitz hier so seitlich eingebaut. Aber immerhin hat er einen Schlitz. So, hier dritte Base gleich am Start. Kein Gas hier aktuell beim Leusmann. Entschuldigung, halt Leusmann, ne, dass ich am Anfang Bronzeliga gesagt habe. Da wird er sich dann oh, am Anfang aufgeregt haben. Oh, hier der Pink, hier, guck mal, ist doch gar kein Gold, ist doch gar kein Bronze, ist doch Gold. So, nächstes Gas hier unten halt die Gateways. Zerg slidet hier mal auf die dritte. So ein Spinecrawler wäre dann halt hier nochmal schön. Und, oh, jetzt gibt es hier auch Gas. Nochmal 7 Worker. Gateways? Bauen? Stalker. Props absammeln. Entschuldigung, Twilight Council.
Noch mehr Gas. Noch mehr Gas. Creep Connect hier irgendwie noch nicht. Die ersten Linge draußen nach 8 Minuten bzw. 7 gespielten in der 8. Nochmal Worker, Overlords. 54 zu 43. Wir checken nochmal kurz das Income hier. 46 beim Zerg, 36 bei Protoss. Aber auch der droht hier noch weiter. Er proppt weiter. Speed jetzt T2 für den guten Leusmann. Protoss auch schon mit 400, 500 Gas. Was hat der vor? Map Control finde ich auch stark. Hier überall die Overlords. Also das hat schon Gesicht, was hier der Leusmann spielt. Ja, ein Ling, wie kommt der denn da hin? Hier war doch der Schlitzbersi. Oder ist er hier irgendwie durchgedönst? Seltsam. Ja, weitere Klone. Da kommt hier der eklige Overlord von Zerg. Blink kommt, Forge kommt und bei Leusmann das plus 1 Missile Attacks. Ja, da ist auch der Roach One. Das wird so ein Roach-Push, beziehungsweise Roach-Play. Das gefällt mir wirklich. Credit kein Creep, wollte ich eigentlich erst sagen. Aber hier die Map Control mit den Overlords gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also der hat das drauf hier. Ja, Protoss kommt kurz mal raus, hat jetzt hier sein Forge am Start, das Twilight boostet hier das Bling Upgrade. Ja, Protoss will rauskommen. Zerg hier auch schon mit der 4. Base. Hydra baut 20 Linge, also doch nicht so der Roach Max Build hier, sondern irgendwas improvisiertes von Lois One. Super Imba Gold Build. Oh, hier Creeptumor. Ein paar Units kommen hier nochmal. Pylon ist hier ready. Hier vorne gibt es den nächsten. Protoss will Dampf machen. Plus 1 läuft jetzt hier auch. Also nicht ganz so solide, finde ich, jetzt hier mit so einem kleinen Haufen loszugehen. Aber er spielt schon gut für Gold, muss man sagen. Und die erste Queen stirbt. Jetzt kommen hier die Linge, die Worker werden in Sicherheit gebracht mit einem Plus 1 für Protoss. Das wäre das Ganze natürlich noch viel geiler gewesen. Die Force Fields hier aber relativ schön, um seine Sandbys hier zu schützen. Das macht hier Roynev schon, ja, sehr, sehr gut, gefällt mir. Und da zahlt es sich jetzt hier auch aus, negativ, dass er hier keinen Spinecrawler hat. Und da kommen die Hüten. Ah, gerade mal ein, zwei Bersen gestorben für 4 Hüten. Das ist natürlich kein guter Tausch. Und nicht zu vergessen, die Hedge ist gestorben. Und hier vorne jetzt nochmal ein paar Hüden, Queens und Linge. Off-Creep kommt er jetzt hier rüber reingeschickt. Hier alles einzeln, natürlich auch Kacke von Leusmann. Hier vorne auch zeitgleich dabei der 4., beziehungsweise die 3. Base für Roynev. Also das spielt er hier gut. Jetzt wird die nächste Hedge hier jetzt wahrscheinlich noch rausgenommen von Roynev. Da muss ich mich gleich mal gerade hinsetzen. Der spielt das ja richtig gut. Leusmann unter Druck. Mit Problemen. Die Queen hier, die 2., die kriegt hier in die Fresse reingeballert. Und dann geht hier auch die Rotschkacke kaputt. Aber jetzt nur noch Roaches im Bau. Aber neue Warp-Ins bei Protoss, der gleich sein Plus 1 durch hat. Hier ist das Ganze ja schon durch. Ja, aber die Hedge stirbt. Die Hedge stirbt. Two Base gegen Two Base. Der eine Link hier oben. Ach komm, der interessiert mich nicht. Ja, wenn jetzt noch die Bersen vorne wären, wäre es mal richtig geil. Micro hier nicht so doll bei Roynev. Aber dafür immerhin jetzt schon 2 Echsen abgerissen. Ah, Leusmann kitet jetzt hier schön gegen die Bersen. Die Hydralisken hier mit plus 1 gegen die Bersen ist natürlich sehr, sehr stark. Jetzt hier vereinzelt versprengte Truppen würden hier abgerissen. Roynev passt nicht auf, was das denn? Ah, hat er nicht aufgepasst. Da stand hier ein bisschen was rum, da stand da ein bisschen was rum, da stand hier noch was rum. Also da hat er sich hier alles abreißen lassen. So ein kleiner Krüppelhaufen kommt hier zurück. Zerg mit 2500 Overmins, Protoss baut 3 Gateways, Immortal plus 2, Robo Bay. Und der eine Link hat es hier bald geschafft. Ah, jetzt Walter hier mit Gateways. Zerg nimmt sich alle Hedges neu, plus dieser noch dazu. Hat aber hier auch nicht wirklich viele Worker verloren, der Zerg. Ja, 6 Stück nur. Also da hat er reagiert wie ein Gott hier, der Leusmann. Hat sofort seine Worker gesaved. Hier ist ja auch WAP. We are pink, Leute. Wir haben es ja auch drauf. Ja. Wenn ihr auch mitmachen wollt, geht einfach ins Forum auf www.mrpink.tv, wenn die Seite denn mal wieder online ist. Heute Abend habe ich mir sagen lassen, soll es ja soweit sein.
kommt die Website wieder online. Dann könnt ihr da eure User-Streams reinkloppen. Dann könnt ihr da, oder können wir dann ja auch auf der Website integriert Turniere erstellen. Brauchen wir Bits per Beat nicht mehr so unbedingt. Haben wir dann alles unter unseren Fittichen. Und wenn ihr da Bock habt, es gibt im Community, beziehungsweise im Forum den Community-Bereich unten, der Community-Clan, WAP, da könnt ihr euch einfach einschreiben oder die entsprechenden Leute ansprechen. Mathelm, Leusmann, Idra, das sind ja da so die führenden Personen. Ja, vielleicht auch noch der eine oder andere mehr, ich weiß das nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Ich halte mich da auch weitestgehend draus, das sollt ihr selbst machen. Wenn es da Stress gibt, dann komme ich da mal hin und sage, hier, du Arsch, abhauen. Oder hier, habt euch alle wieder lieb. Alter und was weiß ich, wo ihr spielt, Gold, Silber, Platin, Bronze, völlig egal, es geht einfach nur darum, Spaß zu haben. Wir haben ja auch hier unsere eigene Website, wie gesagt, MrPink.tv, wir haben das Teamspeak, wir haben einen IRC, wir haben einen Ingame-Channel, wir haben alles, alles am Start, ich bin auch noch da und alles schön. So, Kolostek, Robotics Bay hier mit dem Thermal Lance Upgrade und hier vorne läuft die ganze Suppe jetzt wieder, hier läuft das auch wieder, hier drüben wird jetzt gemeint, der Protoss. Ja, gut 60 Supply hinten, aber er ist immerhin noch Protoss. So, er hat hier auch 3, 6, 7 Gateways, die Robo-Upgrades, kloppt er sich hier rein, das plus 3 sogar schon. Aber hier hat er auch schon plus 2 durch. Also so weit hinten ist er da nicht, der gute Leusmann. Bringt jetzt hier auch Burrow und plus 2 Melee und Glance, sondern hier Tunneling Claws. Starport nochmal hier, Overseer, Worker nochmal gebaut. Wie sieht es jetzt hier aus im Worker-Count? 80 zu 65. Also 80 Worker ist schon okay. Na, vielleicht 90, noch ein paar mehr noch. Damit er hier überall auf den Basen hier Minze und Gas sich rein schnabulieren kann. Creep Spread ist nach wie vor... Ja, jetzt kommt der zweite Tumor hier gerade mal in der 17. Minute. Das ist natürlich nicht so doll. Aber egal, er hat ja die Vision hier mit seinen Overlords. Aber wenn er hier schon Hüten spielt, dann sollte man schon ein bisschen mehr Creep schon. Hydra ist langsam auf Creep. Opposier fliegt mal rein. Guckt sich das hier mal so ein bisschen an. Grob jedenfalls. Die Gateways hier hinten. Wenn er nachher mit zuwollen würde, das wäre dann natürlich richtig cool. So, jetzt denkt der Zerg, kommt er ja an. Die Zerglinge rammeln sich hier die rüber ein an den Gateways und rennen sie hier einfach einmal so rum. Aber ist ja auch Wurst, jetzt gibt es hier Kanonen und in der Mitte kommt der Protoss raus. Mit gleich seinem plus 3 Infestation Pit bei Zerg, der jetzt hier vorne auch ankommt. Na, die Linge hier weggeknuspert, hier gar kein Problem. Da haut er gleich wieder ab, der Leus, weil da hier die Schnauze voll. Jetzt hier der Protoss auch auf einmal hier nur noch 30 Supply hinten. Eben waren es noch 60. Wie hat er das denn gemacht? Protoss, Imba, Spire und T3 bei Leusmann. Das heißt also Brutlords. So, 2-1er Rotches. Hier injects, hier läuft. Und, ja, läuft. Wundervoll. Und hier vorne läuft auch der Zerg in den Protoss. Die Kolosse, keine Anti-Air hier. Ein Immortal, Guardian Shield läuft. Das ist natürlich schön. Mal 1-2 Force Fields hier. Ja, jetzt hier schön abgekanzelt der Rest vom Zerg. Da kriegt er natürlich hier tierisch ins Gesicht, der Leusmann. Leusmann, Junge. Hilfe, Hilfe. Protoss OP. Bau doch mal was. 6000 Kohle. Wie viel Eier? 60 Eier. Bau doch mal was. 60.000 Kohle. 40 Roaches jetzt hier im Bau. Da hinten kommt Stalker nach. Und der hat ja auch Blink hier. Unfassbar, wie es hier abgeht. Hier Leusmann spielt auf 200 Supply. Die Queen hier so auf die Kolosse. So, hau ab hier, du. Wo kommen jetzt die Rotches? Da kommen die Rotches. Gleich auf Attack, genau. Wo ist der Rest? Da hinten kommt nochmal was. Mit Linge. Da kommt auch von allen Seiten vom Highground überall die Rotze jetzt von Zerg. 160, 150. Ein Koloss stirbt. Zweiter Koloss stirbt. Immortal stirbt. Vom Highground hier. Die gefallen mir richtig geil. Die klatschen Beifall von oben hier. Protoss jetzt hier keine Sentries. Er blinkt zwar nochmal ein bisschen. Blinkt sich jetzt hier weg. Rettet, was zu retten ist. Leusmann, Junge. Zerg Power on fire hier von Leusmann. We are pink, Junge. Total geil, aber hier, da kommt Protoss nochmal. Nochmal 20 Rotches im Bau. 3-0 ist jetzt hier durch. Und jetzt wird sie auf diese Base gehen. Schieß doch! Schieß! Ah, Leusmann, geht das Gas aus. Er braucht Gas. Was hat er hier hinten? Ah, Rotches. Kleck, 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 die scheiß Brütlinge hier. Ekelhaft. Aber der hat hier Minz, der Zerg hier. Oh, hier, da kommt der nächste Koloss.
Spannung, Leute. Spannung hier in der Goldliga. 50-60, die APM Südetzlos, der Protoss vorn. Zerg hier mit höheren Verlusten. Er hat ja auch schon hier die Echse verloren, hier die Echse verloren, hier die Echse verloren. Den Fight vorhin erst verloren, aber dann hat hier Roynev auch ein bisschen gefailt. Nächste Hedge wird sterben. Und Zerg denkt sich, ich mache hier Rotschko. Rotschko. Hier vorne ist auch nichts. Keine Sentry, gar nichts. Ja, jetzt kommt doch mal der Schlitzbärsi. Wie geil ist er denn, Junge? Nett gemeint. Oh, hier 51 Fail, alles aus. Protoss kommt zurück. Aber ey, der Nexus rausgenommen von hinten, der Koloss. Die Bärsen kommen nicht ran. Jetzt, boah, schön da hinten geblunken. Geblunken. Damit die Bärsen rankommen. Aber hier natürlich scheiß Spot hier für Tosti Stalker. Hier hinten so, schnell, schnell. Ich muss auch ran. Aber jetzt blickt er sich nochmal rüber. 120 zu 150 Supply. Neuer Koloss. Ja, der wird ja nicht fertig hier. Ist ja hier unpowered, die ganze Suppe. Zerg schon wieder mit 6000 Overmin. Swap in some High Ground. Jetzt nochmal so einen geilen kleinen Runby hier in die dritte schicken. Natürlich episch. Ja, er klärt das jetzt hier, aber ne, hier alles unpowered, Nexus abgerissen, zwar Gas und keinen Kohlen, aber umgekehrt ist es bei Leusmann, der hat Kohlen und kein Gas. Hab zwar auch keinen großen Creepspread, aber ich baue nochmal 20 Hydralisken, ist gar kein Problem. Wie sieht's hier aus? Jetzt gibt's ja das 3er Attack Upgrade. War nochmal ein paar Props, wenn hier rumgeslidet. Ah, hier hinten. Muss mehr Gas sammeln, Junge. Protoss hat auch hier eine vierte Base stehen. Ja, Spannung hier, Leute. Geil, geil, geil. Nächste Base für Zerg. So, 3-0 ist durch. Armor-Upgrade kommt. So, Greater Spire gibt's noch nicht, aber die ersten Corruptor. Also Roach Hydra. Roach Hydra Corruptor. So. Ah, hier, keine Hexe mehr. Ich habe übrigens mal das Wort von mir gestern angeguckt. Das ist eine vom GoFest. Ich habe teilweise grauenhaft gescrollt. Ab und zu überfliege ich meine eigenen Wots mal so ein bisschen, so Qualitätskontrolle, aber das war ja mal gar nichts. Das ist hier so. Entspannt, smooth scrollen musste, so. So, die Base hier wird ein weiteres Mal sterben, Fragezeichen. Ah, die Linge, die Corruptor hier auch schön Corruption genutzt. Aber auch Micro hier von Roynev, der zieht die hier nach hinten. Aber vorne immer noch die Rotches, die Hüden, die Linge. Ja, das wird er hier nicht mehr halten können. 80 Supply unter 100 gedroppt. Der warpt zwar nochmal rein, aber das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Der wird er einfach hier überrannt von Zerg. 140 jetzt zu 60 Supply. Zwei Stalker hier kommen nochmal mit einem blauen Auge davon. Aber er hat jetzt hier drüben die Base saturiert. Hat halt das Gas ihm fehlend, die Minz. Hier drüben hier, nö, ich mach lieber Long Distance mal. Hier steht noch was rum, gar kein Problem. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt hier vorne nochmal ein Chase-Blick hier hinterher. Nochmal ein bisschen was killen. Ja, es geht jetzt hier dem Ende entgegen. 140 zu 70 Supply, wie gesagt. Auch wenn er hier nochmal schön die vierte Base, ja, er sieht's ein. Super. Also Respekt auch, dass er das jetzt hier so abklopft. Ja. Also aber trotzdem sehr gut gespielt. Auch vom Protoss. Bedenkt, wie er am Anfang hier die Echsen gekillt hat. Wenn er da nicht so dolle gefailt hätte, mit hier ein Trupp, da ein Trupp, hier ein Trupp, dann hätte das auch durchaus andersrum ausgehen können hier. Und Leusmann wäre hier geschlagen gewesen. Aber das ist ein gutes Makro hier. Überall hingeext. Map Vision mit Overlord. Das ist schon okay, das ist schon schön. Das macht Spaß, das macht Freude. Ja, via Pink Leusmann, ich hatte es ja gesagt, wenn die Website wieder online ist, mrpink.tv, geht einfach unten in den Community-Clan-Bereich und fragt mal einen der Leute, Leusmann, was weiß ich, oder Idra the Rage, oder eben den guten Mattelm. Die haben da die Fäden in der Hand. Danke euch fürs Zugucken, nächstes Spiel wird gleich hier aufgenommen, hier am Fließband. Adieu.